Hallo zusammen, hier ist der Dominik von 4kfilme.de. Ich bin hier gerade auf der IFA 2022 am Stand von Epson. Und hier habe ich etwas Schickes und auch wirklich mal was Neues für euch. Eine Neuankündigung von Epson. Ein 4K Pro UHD Laserprojektor, ein USD, also Ultra Short Throw Projektor, Kurzdistanzprojektor, der eine maximale Bilddiagonale von 150 Zoll liefert, mit Android TV, Yamaha Sound hier mit eingebaut, hier an den Front, also mit nach vorne abgestrahlenden Lautsprechern. Hier haben wir jetzt natürlich kein natives 4K Panel, sondern auch ein 4K Shifting. Das Full HD Panel dann in vier Richtungen oder drei Richtungen quasi verschiebt. Und wir bekommen hier aus, ich schaue jetzt kurz, 2,3 cm Entfernung, also ich sage mal von der Rückseite des Gerätes zur Wand, bekommen wir bereits ein Bild von 80 Zoll und insgesamt maximal, ich glaube bei 120 Zoll sind es 10 cm und dann wahrscheinlich noch 1, 2, 3 cm dazu, dann hast du schon 150 Zoll. Und das Gerät hat 50 bzw. 60 Hertz, kann es maximal darstellen in 4K bzw. verarbeiten. Und das Gerät hat auch einen speziellen Port für Gaming, welches ein paar von den Algorithmen sozusagen umgeht bzw. deaktiviert. Und da hat man dann eine Eingabeverzögerung von unter 20 Sekunden, was für Gaming absolut ausreichend ist und definitiv Spaß machen dürfte. Ja, wir haben hier maximal 4000 Lumen. So, und jetzt zeige ich euch was. Also okay, klar, wir haben jetzt eine Hochkontrastleinwand, wie ich hier sehe. Und das Bild ist wirklich, man kann es auf jeden Fall erkennen und sehen. Wir haben ein maximalen Kontrastverhältnis von 2,5 Millionen zu 1 wegen der Laserlichtquelle. Die ist natürlich auch extrem langlebig und soll bis zu 10 Jahre mindestens durchhalten beim täglichen Gebrauch von 3 bis 4 Stunden wahrscheinlich kalkuliert. Und ich zeige euch mal kurz die Umgebung. Hier ist alles offen. Hier kommt von überall Licht rein. Auch hier oben haben sie nochmal Licht. Dann ganz normal, die Lampen über uns sind an. Und das ist der absolute Wahnsinn, dass man hier das auch schon so gut sehen kann. Also selbst kalibriert liefert das Gerät sicherlich an die vielleicht 3000 Lumen. Das sieht wirklich jetzt schon gut aus. Und wenn ich jetzt mir denke, ich mache das auch wirklich in einem Heimkino oder in einem Wohnzimmerkino und tue ein bisschen alles schön verdunkeln, ey, das sieht sicherlich gut aus. Epson ist natürlich jetzt auch kein Neuling auf dem Bereich der Projektoren, ist ja klar. Und das Gerät kostet 3.699 Euro. Ist auch doch ganz okay. Was ich super finde oder was ich interessant fand, das hat jetzt der Kollege gerade gezeigt, das konnte ich jetzt aber, kann ich jetzt gerade nicht zeigen. Und zwar hier, wenn man jetzt hier so eine Leinwand hat, dann kann man hier eine App nehmen von Epson. Per Android-App oder damit mit dem Projektor verbinden, dann die Kamera nutzen, wenn jetzt zum Beispiel das Bild außerhalb der Leinwand ist, und dann erkennt quasi die Kamera, wie weit es außerhalb der Leinwand ist und passt das Bild perfekt an. Das geht dann mit so einem Checkerboard, also mit so einem Schachbrettmuster. Hat auch perfekt geklappt und so ist dann auch hier die Anpassung gemacht worden für die Leinwand. Also wie gesagt, das Gerät hier kostet 3.699 Euro, sorry. Kurzdistanzprojektor hier in schwarz. Jetzt schaue ich nochmal, ob es denn auch in... Also dahinter ist ein B, ich glaube, den müsste es auch in weiß geben. Ja, mehr Informationen dann auf 4kfilme.de. Den Beitrag habe ich, glaube ich, noch nicht veröffentlicht, aber das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne einen Daumen nach oben. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Vergesst nicht das Glöckchen. Und ja, 4kfilme.de ist 24 Stunden am Tag für euch geöffnet. Und Kommentare und Likes freuen uns auch.